Hiho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wir sind immer noch im Tempel von Tomavai, irgendwo hier drüben. Sind immer noch mit den Sieger-Herausforderungen beschäftigt. Von der die eine nicht ganz so schwierig sein sollte, nämlich das mit den Schleimen. Hatten wir ja schon ausprobiert in der letzten Aufnahmesession. Und ja, das Spinnennetz. Das ist angeblich, ich habe mal im Internet gespickt, der schwerste Kampf im ganzen Spiel, also im ganzen DLC. Sagen wir es so. Ja, dann haben wir noch die Wettbewerbe des jeweiligen Gesichts. Und soweit ich weiß, haben wir sogar jetzt mittlerweile Reputationen für die Gesichter. Ja, haben wir hier. Sucher, Schlechter und Überlebende haben wir. Ah, wir sind bei vielen in der Reputation eigentlich ziemlich gut. Also bei der Todesfeuergesellschaft. Was ich mich immer noch krass finde, ist, dass wir zwielichtig und grausam jeweils auf 2 haben. Gut. Das heißt, wir starten wieder in die Schleimprüfung rein. Und ja, ich habe keine Ahnung, was wir wegen der Spinnenprüfung machen sollen. Wir müssten eigentlich wirklich irgendwie volle Kanne gucken, dass wir die beiden großen Spinnen loswerden. Nur wie man das anstellen soll, das frage ich mich gerade. Though lumbering and erratic, the ooze is a creature well adapted to its environment. Obwohl plump und unkoordiniert ist, der Schleim doch eine Kreatur, die gut an ihre Umwelt angepasst ist. Are you equally adaptable, or will you fail here? Kannst du dich hier so anpassen oder wirst du hier versagen? Suffocated in ooze gunk. Now that's a bad way to go. In Schlamm zu ersticken, das muss ein übler Abgang sein, ja. Yes? So, da schnappen wir uns mal wieder Alof. Und zünden den Feuerball, der hoffentlich beide Dinger kaputt macht, ohne den Schleim zu alarmieren. Oder wenn er ihn alarmiert, dass er Schleim wenigstens gleich wieder an seine Position zurückkriecht. Weil das ist eigentlich nur Sumpfschleim. So, hier nochmal. Das könnte halt etwas knapp werden. Hat nur ein Totem erwischt, aber hat wenigstens nicht die Schleime alarmiert. So, dann nochmal hier ein. Ich glaube, die beiden Geister und die 4 Schleime sind ohne die Siegel nicht sonderlich gefährlich. So, alle auf. Alle auf, pack den Bogen aus. Ah.
Oh, Exodi, du bist da jetzt da hinten gelandet. Auch gut. Wir noch machen das Schrei. Ein Schleim ist down und... Ja, okay, sie. Vielleicht die Schleimer als weniger gefährlich als Stufe als die Geister. Okay, Xoti, heil dich nochmal. Oder heil so. Konstantin, halt du dich. So. Ja. Totstellen. So, die Heilung. Mal sehen. Wird aus dem geringen Sumpfschleim noch was anderes? Oder bleiben sie tot? Ah, sie bleiben tot. Gut. Oh ja, Konstant. Das könnte... ein bisschen unangenehm werden. Alof. Gut. Ja, da ist der letzte Sumpfschleim gleich tot. Ist er auch, sehr gut. Ein paar Schutzrunen. Giftplasma. Basierkiem. Und Geld. Ja, das ging schnell. Obwohl er feiert eine befestigte Position einnahm, bist du siegreich. Ja, hätten wir die Siegel nicht zerstört, wäre das nicht so schön ausgegangen. Definitiv nicht. Hi. Du verlässt das Chaos in der Arena, die vom Geruch von Blut umgeben ist, und betrittst die verdunkelte Vorkammer. Du spürst, dass jemand da ist. Du spürst, dass da jemand ist, oder etwas. Es kommt dir vor, als seist du mitten in ein Spinnennetz hineingetreten. Again and again, you stand victorious in this sacred place. Hast du an diesem heiligen Ort gesiegt? Die schimmernde Gestalt einer Frau, die du im Wald gesehen hast, tritt aus dem Schatten hervor. It seems no weakness escapes your attention. No advantage goes unclaimed. Dir entgeht anscheinend keine Schwäche und du lässt dir keinen Vorteil durch die Finger schlüpfen. We are not unimpressed. Man kann nicht sagen, dass es uns nicht beeindruckt hätte. Ja, du schon wieder. Was willst du? Die Sorte ist großartig. Normalerweise macht es mich zum Verbrecher, wenn ich Fremde umbringe. Hier jedoch werde ich dadurch zum Held. Nein. Habe ich dir jetzt genug Blut vergossen? Sag nichts. Fragen wir mal. It is the crucible you must appease. My appetite for violence, whatever its depth, is irrelevant. Es ist der Schmelztiegel, den du beschwichtigen musst. Meine Gier nach Gewalt, wie tief sie auch immer ist, spielt dabei keine Rolle. We desire only your success.
when you fed of conflict and suckled on blood, the souls shall sing as one. Uns geht es nur um deinen Erfolg. Wenn du mit Konflikt gefüttert und mit Blutvergießen gesäugt worden bist, singen alle Seelen wie eine einzige. Mhm. Rouse them, and they will open the way to us. Du musst sie nur wecken und sie öffnen uns den Weg. Ich wette, diese Ansprache hältst du allen Wettstreitern. Warum würde der Schmelztiegel dann zulassen, dass ich verliere, wenn mein Sieg von so großer Bedeutung ist? Und was, wenn mich ein anderer besiegt? Was soll dann aus dem Ort werden? Nehmen wir mal das. This year's champion will revel in victory and do nothing to counsel the spirits within the crucible. Da wird der diesjährige Meister einfach seinen Sieg feiern und nichts unternehmen, um die Geister des Schmelztiegels zu beraten. And we will pray to Gallowayn that this place does not fall into ruins before a watcher of sufficient strength comes to do what you could not. Und wir beten zu Gallowayn, dass dieser Ort nicht zu Schutt und Asche zerfällt, bevor ein Wächter mit ausreichender Stärke auftaucht und das erledigt, was du nicht geschafft hast. Anyone could rouse the souls here. But only a watcher can reach us through them. Jeder kann diese Seele hier wecken, aber nur ein Wächter ist in der Lage, durch diese Seelen hindurch uns zu erreichen. Im Tal der Wildschweine habe ich noch so einen wie dich getroffen. The surviving face, an individual only bested by time. Das überlebende Gesicht, eine Person, die nur von der Zeit besiegt werden kann. So long as the Crucible exists, I suspect they will be here. Stubborn, yes, but constant. Ich nehme an, sie werden so lange hier sein, wie der Schmelztiegel besteht. Eigensinnig ja, aber konsequent. Das andere Gesicht war einmal ein lebender Mensch. Sie nickt. As was I. Ebenso wie ich. But life is not equivalent to existence. You know this well, do you not? Aber Leben ist nicht gleichbedeutend mit Existenz, das weißt du sehr gut, nicht wahr? Ja, wir waren ja mal tot. Aber haben immer noch irgendwie existiert. Und wer bitte bist du? The architect, the spinner of this web, the one who sought endlessly and then beyond. Der Architekt, der Schöpfer dieses Netzes. Derjenige, der bis zur Ewigkeit und darüber hinaus gesucht hat. We are all many things to many people. Wir sind ganz unterschiedliche Dinge für die Gestandenen. To you, I am the seeking face and a guide, if you'll accept it. Für dich bin ich das suchende Gesicht und ich kann dich führen, wenn du dazu bereit bist. Nachdem ich mit dem Stay-Game Tiefland fertig geworden bin, ist mir ein weiterer deiner Art begegnet. The slaying face. The very image of Tuamawai's rage, a lifelong disciple of carnage. Das schlachtende Gesicht, das Abbild des Zorns von Tuamawai, eines lebenslangen Schülers des Gemetzels. Beware his fury. Nimm dich vor seiner Wut in Acht. Wenn man einmal berücksichtigt, dass ich mich auf einer Insel befinde, die von halbschneiderischem Wettbewerb regiert wird, ist es nicht weit bis zur Erkenntnis, dass du mich benutzt. Ich habe genug gehört. The contenders fall away in screams and lamentation. A champion will soon emerge. Die Wettstreiter gehen nur so schreit und heult zum Boden. Es wird nicht lange dauern, bis ein Sieger feststeht. Ready yourself. The Lord of the Hunt abhors the ill-prepared. Mach dich bereit, der Fürst der Jagd hasst die Unvorbereiteten. Das Gesicht der Frau verblasst zu nichts. Oh, diesmal keine Kommentare von Muatu. Ja, Muatu heilt. Hm. So, wie sieht's mit dir aus? Du hast noch keine neue Aufgabe für mich. The seeking face approves.
Ah, doch. Das suchende Gesicht begrüßt deine Nachforschung. It whispers now of an ear that hears tell of what is to come. The divinations can be sold for copper among the trinket mongers of Nekataka. Sie flüstert jetzt von einem Ohr, das die Zukunft hören kann, dessen Weissagung sich unter den Schatzräumen von Nekataka gegen Kupfer einlösen lassen. Also sie wollen, dass sich ein Ohr hole. The spider would have you claim that ear for your own.